Jeder, aber auch wirklich jeder, der auch nur ansatzweise mal ein Puzzle-Spiel gespielt hat, sollte dieses Spielprinzip kennen. Es ist gefühlt eines der am meisten kopierten Mechaniken. Und das zu Recht. Es ist einfach, aber suchterregend. Bust-a-Move ist wohl der bekannteste Vertreter und erschien auch mehrfach auf den Game Boy. Wie schlägt sich dieser Teil? Was taugt Bust-a-Move 3DX für den Game Boy heute noch? Das Spiel wurde vom Probe Entertainment Limited entwickelt und erschien exklusiv unter dem Publisher Taito Corporation in Europa 1998. Es gehört also zu den sehr späten Releases für den Game Boy. Neben dem Game Boy erschien es natürlich auch auf anderen Systemen der Zeit, wobei es je dort nach Region unter dem Namen Puzzle Bobble 3 erschienen ist. Wie schon im Intro erwähnt, eigentlich alle von euch sollten dieses Spielprinzip kennen. Unten in der Mitte befindet sich ein Abschusskatapult, in dem ihr verschiedene farbige Kugeln in gerader Linie abschießen könnt. Treffen diese auf eine Levelwand, prallen diese in korrektem Winkel ab. Damit schießt ihr dann auf ein Gebilde am oberen Bildschirmrand. Dieses besteht auch aus Kugeln mit den gleichen Farben und ihr könnt es schon erraten, ihr müsst auf diese Weise mindestens drei gleichfarbige Kugeln kombinieren und dann verschwinden sie. Ein Level ist beendet, wenn alle Kugeln erfolgreich entfernt wurden. Da wir hier aber auf den Game Boy sind, haben diese Kugeln keine unterschiedlichen Farben, sondern Muster. Die sind aber allgemein recht gut ausgewählt und man kann sie daher sofort gut unterscheiden. Jetzt haben wir also die Basics. Was macht das Spiel mit diesem Prinzip? Die Antwort ist Verschiedenes, aber natürlich auch alles irgendwie ähnlich. Wenn ihr das Spiel startet, habt ihr erst einmal die Auswahl aus Arcade oder Challenge. Unter Challenge verbirgt sich im Prinzip genau das, was ihr erwartet. Hier werdet ihr nach und nach durch verschiedene Herausforderungslevel geleitet. Es gibt ein festes Problem und dieses müsst ihr dann zügig lösen. Wenn ihr Arcade wählt, könnt ihr aus zwei verschiedenen Unterkategorien auswählen. Unter Puzzle versteckt sich im Prinzip das gleiche wie beim Challenge-Modus. Ihr habt ein festes Problem und müsst dieses lösen. Im Versus-Modus tretet ihr dann nach der Reihe gegen andere computergesteuerte Gegner an. Das gestaltet sich dann klassisch puzzleartig. Es geht so lange, bis einer der Kontrahenten einen vollen Bildschirm hat und damit verliert. Um dem Ganzen etwas mehr Würze zu verleihen, könnt ihr durch das Abräumen von möglichst vielen Kugeln den Gegner ein paar Kugeln hinzufügen. Brauche ich nicht weiter zu erklären, ihr kennt das Spielprinzip aus dutzenden anderen Spielen dieser Art. Das waren also die drei verschiedenen Spielmodi. Zusätzlich könnt ihr dann noch einen aus verschiedenen Charakteren auswählen. Die stehenden unten neben dem Katapult haben aber keine sonstige Bedeutung. Aber naja, immerhin eine nette Ergänzung. Die Grafik passt auf jeden Fall für so eine Art von Puzzlespiel. Hier wird natürlich nicht alles aus dem System rausgeholt, aber es ist alles einfach stimmig. Ebenso sieht es mit dem Sound aus. Auch hier wird im Prinzip das abgeliefert, was ihr auch erwartet. Was taugt Bust-a-Move 3DX für den Game Boy heute noch? Ich hatte mal Spaß mit dem Spiel. Das Spielprinzip ist einfach nur unkaputtbar und wurde nicht umsonst schon so oft kopiert. Auch die verschiedenen Modi machen Spaß. Von mir aus eine klare Empfehlung für alle Puzzle-Liebhaber. Das war der Test zu Bust-a-Move 3DX für den Game Boy. Wenn es euch gefallen hat, ihr fantastischen Menschen, dann wisst ihr, was zu tun ist. Und ansonsten sehen oder hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.